Ja, herzlich willkommen, liebe Werder-Fans, zu einer neuen Ausgabe von Werder TV in Zeit. Und das sind heute unsere Themen. Hand in Hand mit Teamgeist zum zweiten Saisonsieg. Nachwuchsförderer, Sponsorenabend im Weserstadion. Und Meisterehrung, Werder-Athleten für herausragende Leistungen geehrt. Ja, morgen ist es soweit. 6. Spieltag, Werder zu Gast bei Darmstadt 98. Genau 6 Tage ist dieses geile Heimspiel gegen Wolfsburg jetzt her. Hat eigentlich viel zu lange gedauert, denn schön wäre es gewesen, wenn es direkt weitergegangen wäre. Für Alex Nuri war diese Zeit jetzt allerdings optimal. Es war die längste Zeit, die er als Interimstrainer hatte, um seine Jungs auf ein Spiel einzuschwören. Und er weiß ganz genau, worauf es für das Spiel morgen ankommt. Eine Mannschaft, die übers Umschaltspiel kommt, die sehr kompakt und tief steht und dann versucht, über die Außenpositionen zu kontern, auf Fehler des Gegners auch lauert, den Gegner auch zu Fehlern versucht einzuladen, ins Zentrum zu spielen, da Ballgewinne, um dann über Außen zu kontern. Wir müssen versuchen, ja, wenig Fehler im Spielaufbau, wenig versuchen, Ballverluste im Zentrum zu haben und ja, die gegnerischen Konter zu kontrollieren. Wir müssen sehr diszipliniert jetzt spielen, weil es ist sehr unangenehmer Gegner, geht jeder Zweikampf. Also wir müssen wirklich unsere beste Leistung liefern und am Ende clever sein als letztes Jahr. Für dieses Vorhaben gibt es noch gute Nachrichten. Sowohl Aaron Johansson als auch Finn Bartels und Santiago Garcia sind wieder eine Alternative für das Spiel morgen. Wer das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg genauer betrachtet hat, der weiß, wie viel Wert der SV Werder auf die eigene Jugend setzt. Usman Mané, Niklas Schmidt, nur 2 Beispiele dafür. Und dementsprechend wichtig ist die Zusammenarbeit mit Sponsoren, die den Werder-Nachwuchs fördern. So geschehen auch gestern Abend. Da wurde dann das Nachwuchsleistungszentrum besichtigt oder auch Nachwuchstraining beobachtet, damit die Sponsoren sehen, wo ihr Geld eigentlich landet. Der Nachwuchsbereich des Leistungszentrums ist für uns eine ganz, ganz wichtige Säule in unserem Verein. Wir leisten da schon sehr, sehr gute Arbeit, aber wir müssen eben gerade was die Infrastruktur betrifft, uns immer wieder auch mit anderen messen. Dort wird sehr, sehr viel Geld investiert und deswegen freut es uns natürlich ganz, ganz besonders, dass sich viele Nachwuchsförderer ganz gezielt für unsere jungen Spieler auch engagieren und wir dort mit dem Geld auch sehr, sehr viel Sinnvolles anfangen können. Und jeder Sponsor, der Geld gibt, egal ob es 1 Euro ist oder 1 Million, möchte natürlich wissen, was mit seinem Geld passiert und wo es bleibt. Und man muss sich, finde ich, ein Stück weit transparent machen, muss die Dinge darstellen und man muss auch ein Stück weit Danke sagen. Und wenn jemand, der Geld gibt, auch nachvollziehbar dargelegt bekommt, wo sein Geld bleibt, dann fällt es ihm auch leichter, dieses Engagement fortzuführen. Und das liegt natürlich auch in unserem Interesse. Ja, im Interesse des SV Werder steht aber natürlich nicht nur der Fußball, sondern auch alle anderen Sportarten, die im Verein vertreten sind, wie Leichtathletik, Schach oder Prellball. Am Dienstagabend gab es die Meisterehrung. Dort wurden dann alle Athleten aus den unterschiedlichsten Sportarten für ihre herausragende Leistung im vergangenen Sportjahr noch einmal zusätzlich vom Verein geehrt. Ja, es gehört ja zu unserer Philosophie, dass Werder Bremen ein Sportverein ist mit einer Bundesligamannschaft. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in den anderen Sportarten auch zeigen, dass wir dort Spitzenleistungen bringen können. Und wir haben gerade heute wieder gesehen, dass wir eigentlich in allen Abteilungen immer wieder Spitzenleistungen bringen. Und das steht auch Werder Bremen gut zu Gesicht, weil wir eben auch ein erfolgreicher Sportverein sind, wo wir auch den Leistungssport und den Leistungsgedanken sehr hoch halten. Ja, es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn der Verein auch deine Leistung wertschätzt und auch wirklich zeigt, dass sie stolz auf dich sind, dass du sie repräsentierst und dann hier dich auch einladen und du vielleicht auch die anderen Sportarten von der anderen Seite kennenlernen kannst. Kommen wir damit zu dem, was am Wochenende aus Werder-Sicht sonst noch so passiert. Morgen um 14 Uhr spielt unsere U23 hier zu Hause auf Platz 11 gegen Wien Wiesbaden. Wer es also morgen nicht mit nach Darmstadt schafft, gerne vorbeischauen und die Jungs unterstützen. Das war es auch schon mit Werder TV Insight für heute. Wir sehen uns dann wieder am Dienstag, Montag ist ja Feiertag, dann mit allen Reaktionen, Stimmen und Highlights rund um das bevorstehende Wochenende. Bis dahin, tschüss.